Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. So, wir sind hier weiterhin bei Ravensburg, auch wenn hier Fink Fun steht. Ja, Fink Fun in dem Fall gehört jetzt zur Produktfamilie von Ravensburger, wenn ich jetzt das so nennen darf in dem Fall. Also zumindest im Vertrieb auf jeden Fall bekommt man das über Ravensburger. Ich habe euch schon einige vorgestellt. Rollercoaster wird hier nämlich auch vorgestellt. Das ist eins meiner Lieblingsspiele. Das spielt der Papa auch gerne. Das stelle ich euch aber nicht vor. Das habe ich euch schon vorgestellt. Ihr seht hier Invasion in dem Fall, Cat Crimes und Domino Maze in dem Fall. Das sind die drei Spiele und die möchte ich jetzt in ganz in Kürze vorstellen. Teilweise wir switchen auf Englisch ein bisschen, das heißt, ihr sollt einen Eindruck bekommen. Die sind so im September verfügbar in dem Fall, also im Herbst in dem Bereich. Da werde ich sie dann nochmal separat vorstellen. So, wir switchen jetzt doch nicht auf Englisch, auch ganz schön für euch. Ich muss nochmal was sagen, ich habe nämlich einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe nämlich gesagt September bzw. Herbst. Da wird mich die Kollegin gleich unterbrechen. Ich frage einfach mal direkt nach Invasion, wann kommt es etwa raus? Eher September oder ist das jetzt schon früher? Genau, also dieses Spiel kommt jetzt im September raus. Okay. Wie funktioniert es denn? Dann sieht man, man will ja nicht zu viel verraten. Es sind wieder 60 Aufgaben, ist wieder ein Logikspiel in dem Fall. Genau, die Aufgaben werden eben mit jedem Mal schwerer. Und oben ist hier ein Magnet und unten sind kleine Plättchen, die auch magnetisch sind angebracht. Es geht eben darum, wir sind Aliens, die auf die Erde kommen, um Kühe zu entführen, um sie für Versuchszwecke zu verwenden. Jetzt kann man hier über diese durchsichtige Scheibe mit dem UFO langfahren und dann diese Magneten hochsammeln. Und dann fährt man immer weiter und das Ziel ist es, alle aufzusammeln und am Ende erst das Rote aufzusammeln. Und dabei muss man aufpassen, da Hindernisse vorhanden sind, über die man durch unterschiedliche Höhen nicht immer rüberkommt, je nachdem, wie viele man noch drauf hat. Genau das würde jetzt zum Beispiel nicht gehen. Und das Ziel ist eben, es an einem Stück, ohne es zu unterbrechen, zu schaffen und einen Ball rauszuziehen. So, jetzt sind wir beim nächsten Spiel, Cat Crimes. Das aber März, April, oder? Genau, Cat Crimes kommt jetzt schon Ende Februar, Anfang März auf den Markt. Und funktioniert eben folgendermaßen. Hier, das sind eben diese kleinen süßen Kätzchen. Und man hat eben das Haus verlassen und die Kätzchen haben zu Hause Unfug angestellt. Jetzt ist die Frage, welche Katze von den vielen war es denn? Und verschiedene Aufgaben kommen wie auch wir hier wieder mit. Die sagen eben zum Beispiel, die zwei von denen waren gar nicht da. Der eine saß in der Nähe von der Katzenminze. So kann ich nach und nach die Kätzchen um das Spielbrett positionieren und schauen, welches denn war, welche in der Nähe von dem ganzen Schlamassel saß und damit die schuldige Katze ist. Genau. Das Coole an dem Spiel ist auch, dass es eigentlich, Think Fun sind ja eigentlich eher so Singleplayer-Spiele und das ist eben auch cool im Team, da man zusammen dann knobeln kann. Und das letzte Spiel der Reihe, ihr merkt, Think Fun hat durchaus wieder einiges zu bieten. Erscheint dann im September das Spiel oder auch schon früher? Genau, das Spiel erscheint auch wieder im September. Okay. Domino Maze in dem Fall, was ich vorhin eingeblendet habe. Genau, Domino Maze funktioniert auch wieder so ein bisschen ähnlich. Hier gibt es eben Aufgabenkarten, auf denen schon eine vorgegebene Anzahl an Steinen, die auf dem Spielbrett sind, drauf sind. Und dann muss ein Spielbrett aufgebaut werden, eben mit diesen Dominosteinen. Und das Ziel ist es, nach und nach die richtigen Reihenfolge einzuhalten, wie die Sachen dann umfallen sollen. Genau, also es wird auch von Level zu Level hier wieder schwerer. Genau, Aufgabenkarten, wie man es dann kennt, geben die Vorgabe an. Es sind übrigens 60 Aufgaben. Ihr seht jetzt hier teilweise alles noch Prototyp. Teilweise zumindest, was die Karten angeht, will ich immer darauf hinweisen, weil das eine oder andere ändert sich immer noch. Ich hoffe, das habe ich bei den anderen Videos auch immer gesagt. Also da nochmal der Hinweis, gerade wenn die Produkte eher im Herbst erscheinen, kann sich das ein oder andere ändern. So, ich sag dir recht herzlichen Dank. Dankeschön. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.